Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mindtest. So, wir machen uns auf den Weg, wenn wir einmal gerade dabei haben, können wir gleich mal auffüllen. Uns auf den Weg zu unseren großen Dschungelbäumen, die da hinten irgendwo sind. Sieht man die? Ach ja, man sieht sie. Und es sind sogar drei, oder? Doch noch zwei. Was mache ich hier gerade? Na, obwohl, doch, ist cool, ist ein kürzerer Weg. Was? Wir sind out of Nahrung? Schweinerei. Ja, doch. Die Brote gehen weniger als Vollkornbrote. Interessant. So, bin mal gespannt. Ach, das sind doch drei. Sag ich doch. Ja, ich glaube mal, unsere Spitzhacke reicht gerade noch für einen einzigen Baum. Wobei, ich glaube, wir bekommen bei einem einzigen Baum schon vier Stacks oder sowas. Also schon ordentlich. Blöcke. Allein in der Pipeline. Hei. Dort ist schon ordentlich was. Hui, wie die ganzen Sachen einfach runterfallen. Hui. Oh nein, manche Sachen fallen auch auf den Nachbarbaum. That's bad. Wobei, wir brauchen bloß das Holz. Ja, obwohl doch, wir brauchen die Blätter für Saplings. Wobei, wir haben ja mehr als genug Saplings. Ja, Spitzhacke hält sich gut. Aber ich glaube, für zwei Bäume reicht es trotzdem nicht. Ich glaube, wir haben jetzt hier knapp mehr als die Hälfte. Ja, doch, ist knapp mehr als die Hälfte. Ah, verdammt. So, wie viel Holz haben wir dann bekommen? Ach, drei. Okay, kann man zwei Stacks. Das ist natürlich schade. Ich nehme hier gleich noch einen Baum mit, oder? Erstmal gucken, wie viele Saplings haben wir bekommen. Wir haben 8. Scheiße, reicht nicht. Brauchen noch ein Sapling. Ist da oben noch Sapling? Hallo? Hey, Sie da, guten Tag. Hey, hey, hallo, hallo, hey, hallo, 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 hey. Hey, Sie da. Hey, haben Sie Saplings? So, dann klatschen wir dich mal direkt wieder hier hin. So, kann jetzt ein Sapling mit? Ach, ich bin ja blöd, ich habe auch einmal selber ein Sapling-Dings dann. Oh doch, kam mit. Yeah. Der große Mammutbaum. Easy. Ja, man kann einfach die Grasblöcke immer wieder platzieren und wieder abbauen, solange bis da ein Sapling draus entsteht. Hätte man den Baum gar nicht abfällen müssen. Egal, kann er neu wachsen. So, das war dann schon mal die erste Tour. Jetzt ist die Spitzhacke auf jeden Fall mehr als halb runter. Und ich glaube mal 200 Blöcke müssen auch erstmal reichen. Das passt schon. Da kriegen wir ordentlich Holz draus. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Holz wir für die Zone brauchen werden, aber sollte nicht so viel sein. So, jetzt schmeiße ich die Axt halt mal in die Reparaturkiste rein. Und wir ziehen weiter, beziehungsweise nee, die Axt brauchen wir, glaube ich. Wir müssen halt Platz machen. Warte mal kurz, bis sie voll ist. Ja, und dann ziehen wir zu den neuen. Na, wo die Felder hin sollen. Ich überlege gerade, ob ich eine Kiste mitnehme. Weil wir werden ja wahrscheinlich ein bisschen Stuff haben, was wir denn abgebaut haben. Aber wir haben keine Kisten. That's unfortunately. Haben wir Schlösser? Nö. Das ist ja blöd. Ach, guck mal, wir haben jetzt sogar noch Leben. Ja, wow. Das ist ja. Na gut. Bleibt da drin.
Damit wir dich wieder vergessen können. Uhaha. Gut, das heißt, wir brauchen erstmal Schlösser. Da brauchen wir erstmal Schmiedeeisen. Haben wir nur noch drei, das reicht nie im Leben. Haben wir noch Ketten? Oder eigentlich diese komischen Stäbe brauchen wir da ja. Ah ja, haben wir. Dann passt das doch. Wie war es jetzt so? So, so. So, ja. Kriegen wir gleich zwei. Perfekt, passt. Ja, brauchen wir auch nicht. Jetzt mit dir. So, nee, haben wir auch nichts drin. Gut. Dann nehmen wir mal ein bisschen Holz mit. Ach ja. Eins, zwei. Drei, vier. So. Da rein. Zip. Perfekt. Gut. Dann heißt jetzt, warum bis der Arzt kommt. Ich hoffe mal, die Kopfhörer geben nicht den Geist auf. So, die Flächen beginnen hier. Das heißt, ich stelle ja mal hier die Kisten hin. Bob, Bob, easy. Da könnt ihr zum Beispiel erstmal rein. Und ja, okay, ich hätte dich eigentlich gleich zu Hause lassen können. Wobei, wir bekommen ja hier beim Abbau wieder Scheine. Jetzt habe ich die Axt vergessen. Och, leck mich doch. Ihr seid doch alle verrückt. Ihr Kleinen. Hula Hoop, hubidu hups. Na, ist das traurig. Was ist nur los mit mir? Meine Konzentrationsfähigkeit lässt nach. Ich glaube, ich werde zu alt für diesen Scheiß. Dankeschön, du Arsch. So, jetzt aber. Platz. Ich glaube, ich stecke mal erstmal ab, wie viel Platz wir eigentlich brauchen. Da machen wir uns mal ein paar Zäune. Gut, ich hätte auch mitnehmen können, egal. Ja gut, das war meist. Ich wollte nur 20 nehmen. Jetzt habe ich. Egal. So, du. Du. Noch da, noch da. Noch da, noch da. Ja, 80 werden wir auf jeden Fall brauchen. Ach was, ja. Brauchen auf jeden Fall weit mehr als 80. So. Abstecken. Hier der Weg, der wird dann natürlich. Ich weiß nicht, ob ich den hier tatsächlich hier so lasse. Halt, halt, stopp, halt, stopp. Was ist geschehen? Was ist passiert? So, wie weit ist so ein Ding? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Genau, weil das sind ja zwei Sechser-Dinger plus die Dinge außen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist die Hälfte. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und dann hier. Ah, wir werden auf jeden Fall auch noch Terraforming machen müssen. Alles auf die, also auf die Ebene hier anpassen. Deswegen auch die ganze Erde. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gut, dann packe ich mal direkt die Erde aus und dann erden wir mal. Achso, habe ich ja schon. Da. Hopp. Die kommt wieder weg. Beziehungsweise ich glaube, ich mache sogar tatsächlich doch. Tja, die Frage ist, lasse ich den Baum hier stehen? Weil die Erde wird auf der Höhe lang gehen. Da ist der mit dem Baum echt zu tief. Ne, der Baum muss weg. Der Baum muss leider weg. Sad. Very, very sad. Der gute Apfelbaum. Er war noch so jung. So unerfahren. Und hatte so schön knackiges Fleisch.
Weil was? Oh. Ich Ich glaube, glaube, es es hat hat mich mich wieder wieder doppelt, doppelt, ne? ne? Jetzt ist die Frage, jetzt müsstet ihr mich wieder nur noch einmal hören, ne? Ich habe gerade bei OBS mal meine Mikrofontonspur abgeschalten. Und ich glaube, jetzt hört ihr mich nur einmal. Die Frage ist sowieso, warum wird, wenn ich meine Kopfhörer abschalte, mein Mikrofon auf Desktop-Audio wiedergegeben? Aber egal, das Echo müsste auf jeden Fall weg sein. Die Frage ist, habe ich jetzt auch noch Ingame-Sound? Ja. Ich glaube, es gibt kein ich glaube, es gibt keinen Ingame-Sound mehr. Das ist ja verrückt. Es gibt keinen Ingame-Sound mehr. Das ist ja total bescheuert. So, okay. Wie gesagt, so viel Sound gibt es ja hier eh nicht im Spiel. Also ist ja bloß noch eine halbe Folge ungefähr. So, was wir jetzt machen müssen, ist auf jeden Fall. Wenn es eh keinen Ingame-Sound gibt, mache ich es mal andersrum. So, jetzt hat man wieder mein Mikrofon als Mikrofon und das Desktop-Audio habe ich abgeschalten. Keine Ahnung. Ich blick da nicht durch bei OBS. Der macht doch mal ganz, ganz komische Sachen. Der ganze Scheiß muss weg. Ich packe auch mal ein bisschen Erde hier rein. Holz kann auch da rein. Die Brute, warum habe ich die mitgenommen? Ich habe keine Ahnung. So, wir brauchen nur eine Schippe erstmal. Ach, schon wieder Geld. Und die können auch erstmal da rein. So. Jetzt, der Baum hier muss auf jeden Fall weg. So viele Blätter. Oh Mann, das wird so ein Terraforming-Abenteuer. Die gibt es doch ja nicht. So. Ist dann natürlich optisch gesehen schon sehr praktisch, dass der Weg genau da beginnt, wo die Felder jetzt dann aufhören. Aber so will man ja auch im echten Bauen, dass man halt so schnell wie möglich nach rechts abbiegen kann. Das heißt direkt nach den Feldern. Von daher eigentlich schon echt günstiger Zufall, dass es genau hier war, ist, tun sein. So, und die Felder gehen jetzt bis hier. Das heißt, ich muss mit der Flucht hier. Das hier muss weg. Und hier sieht's gut aus. Cool. Wow, das ging ja schnell. Okay, jetzt heißt es, was brauchen wir? Wir brauchen eigentlich. Brauchen wir erstmal nur eine Erddecke. Das klingt machbar. Ja, das heißt, wir brauchen hier erstmal ein bisschen Platz. Genauso kommt hier dann der Weg hin. So. Ach ja, hier müssen wir wieder aufpassen, ne? Hier ist ja dieser durchgehende Weg. Das heißt, wir müssen aufpassen, dass hier nichts ist, was in den Weg irgendwie versucht einzufärben. Aber das wird man schon hinbekommen. Das kriegen wir schon hin. Das ist schon machbar. Ich werde das hier mal zumachen. Gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Das passt. Hey, halt, stopp, jetzt rede ich. Also, erste Feld, grün. Scheiß jemand an. Ach ne, halt, wir brauchen ja in diese Richtung brauchen wir noch ein Feld breiter, da ja hier der Weg noch in der Mitte lang führt.
Das heißt, hier brauchen wir so, so. Ach, ich bin doch im Arsch hier. Du Arsch. Mit Pampelmusen. So. Den Weg in der Mitte lasse ich erstmal frei. Weil da müssen wir dafür sorgen, dass keine benachbarten Blöcke vorhanden sind, die irgendwie Gras haben. Weil sonst bekommt der Weg auch automatisch sofort direkt Gras. Ja, es geht ratzfatz. Na, hier zum Beispiel, da direkt grün geworden. Das heißt, wir müssen aus den Feldern jetzt mal Blöcke, aus den Feldern, aus den, was? Aus den Blöcken jetzt mal Felder machen, so rum. Schieß, siehst du, ich habe eine Hake gar nicht dabei. Verdammt. Und dann, wenn hier alles grün ist, dann, ja, dann wird gebumst. So. Weg mit dir. Wobei mir gerade einfällt, ich habe gerade komplett vergessen, wir brauchen ja auch noch die Wasserlöcher. Das heißt, wir müssen ungefähr hier, da, da, so rein. Und dann kommt da unten nicht Wasser rein. Einmal da, einmal da. Und dann da und da. So. Schon haben wir unendlich Wasser. Und das Ganze jetzt auch nochmal hier. Da müssen jetzt vier Blöcke dazwischen sein, genau. So, du da und du da. Her damit, her damit. Bam. Das kann wieder zu. Wobei ich lasse die Dinger erstmal offen, damit ich da sehe, dass doch überall Wasser drin ist. So. Und hier jetzt da. Oh, was ist denn los? Dich mach ich gleich mal direkt zu. So. Sonst haben wir fließendes Wasser, was rausfließt, alles kaputt macht. Und dann können wir alle schreiben: Wasser für alle! So. Habe ich dieses Wasser drin? Nee, noch nicht. So. Das ist gut. Feld Nummer 1 fertig. So. Nächstes Feld. Heieiei. Das ist eine Arbeit hier, ey. Warum tun wir diese? Wollt ihr nicht eigentlich ein Haus bauen? Jetzt sind wir hier und bauen wieder Felder. Egal, haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ne? Mal wieder ein bisschen Feldarbeit hier. Muss ja auch getan werden. Ja? Ja? Die Felder bestellen sich nicht von alleine oder vergrößern sich. Hey, komm her. Sonst komme ich zu dir. Und das tut weh. Halt. Stopp. Wir können ja nicht irgendwann hier ein bisschen hier Erde abbauen, hier Sand. Damit wir nämlich den Sand nutzen können, um dann hier so schon ran zu machen. Das heißt, ich klaue mal hier gleich mal ordentlich eine Ladung Sand. Powered by, warum eigentlich nicht? Gut, ich darf jetzt nicht so an die vorhandenen Felder rangehen, sonst wird es nass. Und ich darf nicht so an den Weg rangehen, sonst wird der Weg kaputt. Ich sag mal Silbersand. Alter. Schon Abbaugeschwindigkeit hier. Ja, ist natürlich nichts im Vergleich zu Rainbow. Aber trotzdem schon ordentlich, wie schnell man hier eine Schlucht reinbekommt. Eieiei. So, das heißt. Wir müssen natürlich gucken, dass wir zwischen den Feldern hier zum Beispiel, genau hier ist Sand, aber hier muss auch wieder Sand rein, damit das Ganze optisch schön aussieht. Dann machen wir nämlich gleich hier optisch alle picobello. Ja. Was macht das Schaf da?
Aber ist der Block jetzt echt auf dem Schaf drauf? Die tippst du ja nicht. Ist das nicht dein Ernst? Aber sowas habe ich ja noch nie gesehen. Hä? Ich dachte, die Blöcke gehen einfach durch und begraben das Schaf. Und wenn wir hier rumstehen, ja, wenn wir hier so die armen kleinen Arbeiter aus der Mittelklasse, wenn wir hier rumstehen, bumm, geht der Block einfach durch. Aber bei den Viechern nicht? Das ist ja unfair. Das ist ja. Also jetzt muss ich aber wirklich mal ein Machtwort sprechen. Das ist ja. Holy moly. Das muss aber neu sein, oder? Ist mir noch nie aufgefallen, dass das so ist. Das ist ja. Oh. Sehr interessant. Um nicht zu sagen, ein bisschen verstörend. Genau, hier ist alles richtig. Hier ziehen wir jetzt einfach noch so ein Ding lang. Perfekt. So, jetzt müssen wir nämlich gucken, dass wir hier überall. Hier zum Beispiel. Oh, schön reingefallen. Danke dafür. Ich komme nie wieder raus. Wetten. Oh doch. Schade. Die Dinger, die grenzen hier nämlich, dass wir die schließen. So hätte es Donald Trump gewollt. Was? Irgendwie droppen hier die ganzen Steine, kann das sein? Was ist denn hier los? Da droppt der Beat. So, auf jeden Fall nochmal Sand, oder? Haben wir? Achso, wir haben noch Stacks. Ah, never mind. Never, egal, trotzdem. Sand her damit. Immer her damit. Oha, nicht die kaputt machen, Ronny. Nicht die kaputt machen. Weil hier die Sandreihe, ne, die fällt ansonsten auch runter. Und das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, immer schön sachte mit den Jungpferden. Ha? So, können wir hier noch ein bisschen abbauen. Aber sagst du, solltest eigentlich erstmal rechnen, an Sand so viel. Wie gesagt, wir haben noch hier zwei Stacks oder so, I don't know. Das sollte für das Terraforming erstmal reichen, so viel. Ja, siehst du, hier brauchen wir nämlich fünf Brote. Oder? Eigentlich bei dem anderen haben wir auch. Kann das sein? Auch keine Ahnung. So viel Terraforming müssen wir hier nicht machen, zum Glück. Da ja die Erde sich alleine trägt. Das Einzige, wo wir aufpassen müssen, ist mit dem Wasser. Dass wir halt unter dem Wasser denn so eine Schale bauen müssen. Damit das Wasser nicht runterfließt. Ich meine, würde es zwar keiner sehen, das heißt, optisch gesehen wäre es egal. Das Problem ist, wenn da fließendes Wasser ist, dann macht es immer so viel Krach. Und das wäre dann schon echt Bullshit. Ah, auch schon. Das war's ja schon. Ha, cool. Hakuna Matata. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Wir brauchen hier ein Loch, hier ein Loch, hier ein Loch und da ein Loch. So. Und schon fangen die Probleme nämlich an. Jetzt müssen wir nämlich hier eine kleine Schale bauen. Ungefähr so. So, so. So, so. Doink, 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 doink. So, dann haben wir das hier. Dann einmal da, einmal da. Einmal da und einmal. Einmal da. Da, hallo, hallo. Geht das Wasser weg, wenn ich das da mache? Ja, geht weg. Okay, gut. Dankeschön. So, wie sieht es hier aus? Hier geht es auch tief runter. Oh, was hier ein bisschen falsch gebaut. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Komm her. So, du kommst da hin. Du kommst da hin. Du kommst so, so, so. Voilà. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht. Du kommst jetzt noch nach da, du nach da und schon ist hier alles ready. Easy. Bam. 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 Ja. Aber die schwierigsten Stellen schon mal fertig. Und hier hinten müssen. Ah, also, hier muss ich auch noch einmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. 1, 2, 1, 2. So.
Genau. Halt. Das hier muss ja so verbunden werden. So. Sehr gut. Komme ich da drunter? Ja. Perfekt. So. 1, 2, 2. 2. So, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Und hier kommt das nächste Wasserdingsbums dahin. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. What the fuck? So, und hier kommen wieder 6 Dinger lang. So, oh, ich will da auch noch. Und jetzt müssen wir mal gucken. Oh, ich komme gar nicht raus. Da. Oh, super. Du da, 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 da. Da. Und da. Und. Ach, scheiß drauf. Da und da. So, voilà. Oh, ernsthaft? Blöde Blume. Blue macht nur Ärger. So, haben wir hier schon mal Wasser? Haben wir, oh, hier haben wir kein Wasser. Ja, geht auch relativ ratzfatz gut hier. Das ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht alles. Wie gesagt, hier ist zwar alles. Hier wächst ja Gras drauf oder war da noch Gras? Ich glaube, da war noch Gras. Ne, müssen wir hier alles durchhaken. Dann sind hier quasi keine Blöcke mehr, die grün sind. Die Blöcke hier unten müssen wir noch entfernen. Machen wir das jetzt gleich. Da kommt dann Gras, Dörr drauf, Sand. Das heißt, wenn wir die Dinger hier alle gehakt haben und dann hier Erde rauf, hier Erde machen, müsste diese braun bleiben. Hier sowieso, ne, hier sieht man schon, hier bleibt alles braun, weil hier nix und nirgends, wo Gras in der Nähe ist, also direkt anliegend ist, in der Nähe hier schon, aber es halt nicht anliegend. Dementsprechend, selbst, obwohl das Gras unten könnte Probleme machen. Ich nehme dich mal sicher selber weg und pack da mal dich hin. So, jetzt hat der Gras eigentlich keinen Block zum Übergreifen, obwohl doch hier unten. Wobei, nee, dürfte nicht passieren, weil der Block kann nicht grün werden, weil über ihn ein Block ist. Der hier. Von daher müsste das eigentlich auch alles so bleiben, wie es ist. Ah, wie sagen wir, wie es genau mit dem grün werden ist oder nicht grün werden wird ist? Keine Ahnung, aber glaube, muss ein Block wirklich richtig anliegend sein. Also über Eck oder direkt so oder halt eins schräg drunter oder sowas. Das geht alles. Wenn aber wirklich, scheiße, wenn aber wirklich ein Block Entfernung ist. Also wie hier halt, da ist halt Luft dazwischen. Dann geht's halt nicht. Jo, das heißt, die beiden Felder sind auch schon mal fertig. Dann geht's auch zum nächsten Feld. Oder kommt das nächste Folge? Jetzt sowieso schon. Jo. Dann heißt das, in den nächsten Folgen, in den nächsten 8 Folgen, die dann irgendwann kommen. Also, nicht alle 8 Folgen natürlich, aber Feldarbeit. Ja. Und dann Felder anbauen, Pflanzen kultivieren, dann können wir mal unser Bone-Meal wieder verwenden. Wir haben ja noch massig an Bone-Meal, was wir nie verwendet haben. Das können wir dann nutzen, um die ganzen Sachen zu kultivieren. Und dann geht's ab. Bis dann.